Moin Moin hier zusammen zu einem neuen Video beim Zockertreff bei Big M. Es geht heute wieder um den SCS Multiplayer oder Convoy Multiplayer, wie es auch immer richtig heißen mag. Ich habe wieder mit an Bord heute den Klaus Ostwald. Mahlzeit. Mit dem spiele ich momentan meistens zusammen Multiplayer oder eigentlich nur. Die anderen beiden von uns, die noch mitspielen wollen, haben sich leider noch nicht entschieden, mit welchen Mods sie fahren möchten. Von daher sind wir leider noch zu zweit und nicht zu viert. Ich möchte heute Bezug nehmen auf eine Aussage vom Mr. Germtruck. Ich sage auch von vornherein dazu, ich möchte ihn nicht persönlich angreifen oder ähnliches, sondern wir wollen, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ich will ihn nicht angreifen oder so, das liegt ja nicht in meinem Willen, ihm zeigen, dass in der Regel, außer die Soundmods, die funktionieren ja meistens noch nicht richtig im Multiplayer, auch die Mods von Share Mods alle funktionieren im Multiplayer, weil der gute Mr. Germtruck zweifelt das teilweise an, wie in diesem Video zu sehen ist. R und S, ein Tuning, und für die Version 1.42 geupdatet von Blade. Und ob das im Convoy Multiplayer funktioniert, kann ich euch so nicht genau sagen, denn der wird es nicht aus dem Steam Workshop, sondern läuft über Share Mods und Planer sind. Müsst ihr halt dann gegebenenfalls testen, ob das so funktioniert. Ich mag es ein bisschen bezweifelt, aber vielleicht täusche ich mich auch. Könnt ihr einfach mal probieren und wer es gern testet und noch einfach mal ausprobiert hat und sagt, es funktioniert oder nicht, dann dürft ihr es gerne kommentieren. So viel zu dem Ausschnitt vom Mr. Germtruck. Den Mod, um den es geht, werde ich separat nochmal vorstellen und testen im Multiplayer. Ich habe mir das Video ganz angeschaut. Mir ist einiges aufgefallen in dem Video, was ich nochmal kurz ansprechen möchte. Und dann werde ich den auch gleichzeitig im Multiplayer testen. Auch wieder mit dem Klaus zusammen. Der kann mir dann sagen, ob das alles sichtbar ist und funktioniert. Genau. Aber erstmal kommen wir jetzt zu dem fertigen Multiplayer, den Klaus und ich haben. Klaus hat mir gerade noch wieder einen aktualisierten Mod geschickt. Ich lade ihn jetzt gerade fix bei ShareMod runter. Geht hier fix. So. Wir machen das in der Regel so, damit das auch wirklich funktioniert und nicht die Dateien namentlich nochmal verändert werden, wenn die gepackt werden. Wir machen uns meistens einen Ordner, wo die neuen Mods reinkommen. Und diesen Ordner packen wir dann als RAR-Datei. Das Ding ist nämlich, es müssen wirklich hundertprozentig die gleichen Mods sein. Und wenn man Mods zum Beispiel mit Umlauten bei ShareMods hochlädt, werden die Umlaute wie Ü, Ä oder Ö durch ein Leerzeichen ersetzt. Deshalb alles im normalen Ordner packen und den als RAR-Datei packen und dann verschicken. Genau. Das hat der Klaus jetzt quasi auch gemacht. Und im Normalfall, das DAF-Add-on und das Add-on für den Mercedes sollten jetzt überschrieben werden und das Add-on Trailer Tuning sollte nicht überschrieben werden, weil das ein neuer Mod ist. So, zwei Dateien gleichen Namen fahren, im Ziel ersetzen. Somit hätten Klaus und ich wieder dieselben Mods. Jetzt starte ich das Spiel mal und ziehe mal eben das Trailer Add-on noch mit in meinen Mod Manager. Was es noch dazu zu sagen gibt und was auch ganz, ganz wichtig ist,
Kabel fest. Ihr solltet nicht nur, ihr müsst 100% dieselbe Mod-Reihenfolge haben. Habt ihr eine unterschiedliche Mod-Reihenfolge, wird es nicht passen. Dann wird euch das im Spiel gleich rot angezeigt. Auch dieses werden wir euch kurz vorführen und demonstrieren. So, der Ostfriesjung. Mod Manager. Das Addon für Trailer Tuning sollte ganz nach unten. Dann das andere bleibt alles so, wie es ist. Das hier ist unsere Skin-Reihenfolge, beziehungsweise unsere Mod-Reihenfolge. Wie komme ich denn jetzt auf Skins? Wie wir sie jetzt gerade fahren. Das ganz neue Add-on für eine Trailer-Tuning ist ganz nach unten gekommen. Das war mit dem Klaus so abgesprochen. Und jetzt werde ich einmal die Priorität von einem der Sound-Mods ändern. Gehe auf Bestätigen. Gehe in mein Spiel rein. Der Klaus hostet garantiert gerade schon einen Multiplayer. Jo, sollte online sein. Schön, schön. So, wenn ich jetzt Klaus sein Dings anklicke, sein Multiplayer oder Konvoi, dann sollte mir eigentlich was rot angezeigt werden, was nur mit der Mod-Reihenfolge zu tun hat, wenn wir alles richtig gemacht haben. So. Wie schon schön zu sehen, mein DAF im Hintergrund. Als BDF-Fahrzeug, der kommt auch nicht aus dem Steam Workshop, sondern der kommt von der XBS-Seite, direkt vom Modder. Von der Seite habe ich den runtergeladen. Und die Tuning-Add-ons dafür hat unser Klaus gemacht. Und mit dem LKW bin ich eigentlich meistens im Multiplayer unterwegs. So, Konvois. Fortfahren. Wie hat der Klaus denn sein Spiel genannt? Ostwald-Tracking, wie immer. Wie, du findest mich jetzt nicht? Ne, ich finde dich gerade nicht. Okay, warte mal, ich mache nochmal was anderes hier. Ich schließe mal die Sitzung. Ja. Und mache eine neue auf. Passwort hatte ich eben schon rausgenommen. Ich mache auch Steam-Freunde raus, weil selbst wenn irgendeiner da ist, wir haben ja eh unsere Mods alle nicht. Das heißt, kommt eh keiner rein. Richtig. So, sollte wieder online sein. So, aktualisieren in einer Sekunde. Ich muss zugeben, das Problem haben wir schon mal gehabt. Ostwald-Tracking, da ist er. Er wird mir gelb angezeigt. So, Fehler, Mod stimmt nicht überein. V8 bei ADI 2003. Genau. Und hier zeigt er mir an, bei Mod-Kompatibilität, dass ich seine Mods alle installiert habe. Und hier unten bei dem V8 zeigt er mir an, falsche Reihenfolge. Das heißt, ich komme so beim Klaus nicht drauf. Jetzt werden wir das Spiel einmal beenden und in den Mod-Manager gehen. Mod-Manager. Die Reihenfolge wieder geändert. Laden wir das Spiel wieder. So, jetzt gehen wir wieder zu Konvois.
aktualisieren. Oswald Tracking wird mir grün angezeigt. So, ich habe alle DLCs und ich habe alle Mods. Und diesmal die Mods auch in der richtigen Reihenfolge. Dann wollen wir mal den Konvoi hosten, joinen, beitreten, wie auch immer. So, ich weiß gar nicht, Klaus, wo stehen wir eigentlich? In Temeswa. Was man den Leuten vielleicht auch sagen sollte, ist, es kann zu Problemen kommen, wahrscheinlich, wenn ihr bei Shermods runterladet. Also ihr ladet euch einen Mod bei Shermods runter, sagt zu euer Kumpel, ladet ihr den bitte auch runter. Der lädt sich den auch bei Shermods runter und hat ihn eine Minute später runtergeladen. Und schon kann das zu Problemen führen, dass ihr, dass PC sagt, ja, das sind nicht dieselben Mods, weil der eine andere Uhrzeit wieder hat wie der andere. Am besten ist immer, wenn einer komplett alle Mods runterlädt, packt die dann so wie gesagt in einen Ordner, macht eine RAR-Datei von und schickt die dann seinen Kumpels, dann habt ihr hundertprozentig dieselben Mods und könnt sicher sein. So, ich mache mal eben schnell eine Schnellreise. Aus irgendeinem Grund bin ich nämlich letztes Mal schon nach Bremen gereist. Ich glaube, das hatte damit zu tun, dass wir demnächst ja ein Roadplay, also ein Gameplay machen wollen, wo wir in Frankfurt am Main starten, im Multiplayer, weil das schön zentral gelegen ist. Und dann einmal komplett die Außenkanten quasi von der kompletten Map fahren wollen. Genau, das ist unser Plan. Das Ganze kommt natürlich dann auch auf YouTube. So. Dann will ich mal eben... Lenkrad nicht aufgebaut. Und cool, so zu fahren. Aber für das kurze Video soll es wohl gehen. Mein Hänger hinternageln. Und gucken, ob es hier eine Werkstatt gibt oder wo der Klaus sich gerade befindet. Ja, der Klaus steht an der Werkstatt, ne? Dann komme ich da jetzt Augenblick mal hin. Immer da, wo es Kaffee und Bockwurst und sonst gibt. Ja, passt auch von der Zeit her. Wir haben 10 nach 12 mittags. Wo ist denn jetzt die Werkstatt? Da ist die Werkstatt. 5 Kilometer. So, da wird der Klaus dann auf mich warten mit seinem Mercedes SK von XPS. Für alle, die sich sagen, bei uns läuft der gar nicht, weil es den noch nicht für 1,42 gibt. Das ist korrekt. Wir haben den quasi für uns privat gangbar gemacht auf 1,42. Was eigentlich eine ganz einfache Kiste ist. Ihr müsst eigentlich nur den Mod eben öffnen und in der Manifest die Spielversion 1.41 rauslöschen. Und schon funktioniert der Mod wieder auf der 1.42. Beim Mercedes SK genauso wie hier beim DAF. So, das Einzige, was von den lokalen Mods jetzt nicht richtig funktioniert, das ist halt einmal mein V6-Sound, mit dem ich fahre. Und einmal vom Klaus der V8-Sound. Das liegt daran, dass
SCS das noch nicht in den Griff gekriegt hat, beziehungsweise die Mods für den Multiplayer noch nicht ausgelegt sind. So, Klaus hat einige Erneuerungen gebastelt. Deswegen fahre ich hier schon mal auf das Werkstattzeichen. So, jetzt gehe ich mal in die Außenansicht. So, das ist Klaus sein. Mercedes SK von XPS. Umgebaut auf Containerchassis. Bei mir funktioniert die Flycam gerade nicht, deswegen versuche ich so rumzukommen. Das sind alles Einzelstücke, was wir gerade eigentlich fahren. Durch die Anbauten und Umbauten, die die Fahrzeuge gekriegt haben, werdet ihr die Mods so nicht zum Runterladen kriegen und trotzdem funktionieren sie im Multiplayer. Genau. Wichtig, wie gesagt, ist eigentlich nur, dass ihr die Ordner, wenn ihr die Mods teilt, am einfachsten ist es eigentlich, einer holt sich die Mods, die genutzt werden sollen, testet das, wie es von der Reihenfolge her vernünftig läuft, macht einen Screenshot davon, so dass eure Mitspieler die Mod-Reihenfolge super einfach ablesen kann. Nehmt dann die ganzen Mods, macht einen Ordner, wo ihr die ganzen Mods reinschmeißt, und den Ordner packt ihr dann anschließend als RAR-Datei, ladet den irgendwo hoch, wo ihr das mit euren Freunden bzw. Mitspielern teilt. Die brauchen die Mods dann einfach nur noch in derselben Mod-Reihenfolge anordnen und schon funktioniert das so wie beim Klaus und bei mir. Oder demnächst auch unseren zwei anderen Mitspielern, die jetzt noch fehlen. Genau. Klaus, habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Nee, ich denke, das sollte reichen. Also, lieber Mr. Germtruck, es funktionieren die lokalen Mods genauso gut wie die Steam Workshop Mods. Im Regelfall ist das gar kein Problem. Den Scania Mod, wo du was drin erwähnt hast, wo ich den Filmausschnitt auch weg habe, werde ich separat nochmal testen, beziehungsweise zusammenbauen. Getestet hast du den ja schon. Werde ich zusammenbauen, in Multiplayer gehen und dann das Ganze mir begutachten, beziehungsweise Klaus begutachtet dann eben, ob der Mod auch im Multiplayer funktioniert. Genau. Das war schon von unserer Seite aus, was den Multiplayer, den SCS Multiplayer angeht, oder den Konvoi von SCS angeht, an Informationen, was wir euch momentan noch geben können. Wir hoffen, ihr habt eine schöne gemeinsame Zeit im Konvoi. Und denkt dran, wenn ihr solche exklusiven Mods habt, so wie Klaus oder ich jetzt, die privat noch umgebaut worden sind, tauscht die nicht mit jedem x-beliebigen, sondern wirklich nur mit Leuten, denen ihr zu 100% vertraut. Nicht, dass die Mods hinterher auf irgendwelchen Modseiten wiederzufinden sind. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, schönen Start ins Wochenende und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Tschö. So, wir sind es nochmal ganz kurz. Es gibt noch eine kleine Ergänzung zu unserem Video. In den Mod-Vorstellungen arbeite ich ja auch viel mit der Konsole, dass ich euch zeige, dass die Sachen fehlerfrei laufen oder halt nicht. Hier ist die Konsole von unserem Multiplayer. Wir haben zwei TX11 Texturfehler, wo wir noch nicht gefunden haben. Bei mir zeigt er nur einen an. Okay, ja, ich habe zweimal denselben angezeigt. Wo
wo wir noch nicht wissen, wo er wegkommt. Dann haben wir ein Warning von unserem Fahrermod, den wir nutzen. Und mein DAF schmeißt eine Warnung, aber weiter ist keine Fehler, wie ihr seht. Und dreimal haben wir jetzt halt ein Warning da drin, einmal von einem Soundmod, nochmal von einem Soundmod. Vier Warnungen sogar, dann von einem Mercedes SK Open Pipe und dem Trailer Tuning. Da fehlt einfach nur die die Manifest-Datei. Wenn wir die noch eingeschrieben haben, sind auch diese Mods komplett Error- und Warning-frei. Genau. Soviel zur Konsole. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Gehabt euch wohl. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Tschüss.